Heute möchte ich mal deutlich kürzer sein, versprochen. Ob es was wird mit dem Schnee, ist die Frage, ja und nein. An der Großwetterlage, die wir gestern besprochen haben, vor allen Dingen im zweiten Video, was die Nordhemisphäre betrifft, hat sich nichts verändert. Die Zirkulation bleibt gestört und auch der Polarwirbel ist außer Takt, der typische. Aber da gibt es Risiken und Nebenwirkungen. Die eine Nebenwirkung kann sein, dass wir brachiales Winterwetter bekommen. Und die andere, das ist das Risiko, dass es relativ mild wird in der Höhe. Grüße Sie und grüße euch. Und genau das bilden die beiden Hauptmodelle ab. Das amerikanische GFS-Modell hat mit seinem 12er und 18er Lauf von gestern Abend bzw. in der Nacht für nächste Woche diese Karte rausgetackert. Da wären wir hier, schaut euch mal die gestörte Zirkulation an, das schlingert alles mit der 552er. Obwohl alles durcheinander ist und wir keine Westdrift haben, wären wir in einer südlichen Strömung, mit der sehr milde Luft herangeführt werden würde. Die Kenner unter euch sehen jetzt den Ausbruch von polaren Luftmassen bei Labrador. Wäre nicht weiter schlimm. 10 Tage später verlagert sich das hierher und es würde dann auch wieder kälter werden. Soweit das amerikanische Modell, das überhaupt nichts mit Winterwetter am Hut hat, außer dass es am Boden relativ kalt bleiben würde. Und das europäische ECMWF-Modell, das gestern nichts mit Winterwetter am Hut hat, sagt da-da-da-da, simsalabim, jetzt mache ich Winterwetter. Riesiges geblocktes Hoch, da reden wir seit Tagen drüber, von Grönland über Island auf den Atlantik, der ist komplett geblockt und den Ausbruch der arktischen Luftmassen nach Süden und wir kämen dann langsam da rein mit ziemlich viel Wind und kalten Temperaturen. Das würde dann Schneefälle bedeuten. Noch nicht der ganz große Wintereinbruch mit viel Schnee, weil es einfach zu windig wäre und die Temperaturen dann doch noch relativ hoch. Aber oberhalb von 300 bis 500 Meter Höhe wäre es tiefwinterlich mit diesen Schneehöhen dann für den 9. Dezember, also nächste Woche Freitag. Außer im Südwesten hätten wir dann überall Schnee. Jetzt müssen wir das Ganze einordnen und das ist auch wieder so richtig schön plakativ. Wir springen zurück auf das amerikanische Modell. Ihr wisst, die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe. Und die weiße Linie hier, das Mittel aller Modellberechnungen, die wir in Bund finden. Und die Streuung ist enorm. Unten sind die Niederschlagssignale. In hellblau eingetackert ist der Hauptlauf. Der ist genau da ganz oben. Das heißt, innerhalb des Modells wird da getuschelt und gesagt, ja, viel zu warm, nee, machen wir nicht mit. Und es ist deutlich kälter mit anderen Läufen. Das kann genauso gut eintreffen und eintrudeln und hinten raus gehen die Läufe sowieso nach unten, da würde es dann winterlicher werden. Jetzt sagt das europäische ECMWF-Modell, jetzt haben wir da mal so einen Winterklopper rausgehauen, jetzt ist nur dieses Modell ganz unten. Auch mit dem sogenannten Kontrolllauf. Der Kontrolllauf ist hier übrigens auch weit oben und die anderen Läufe sind weit oben. Die Mittellinie jeweils für die Mitte Deutschlands verläuft knapp unter dem langjährigen Mittel. Das heißt, die Wetterlage ist exakt dieselbe von der Großwetterlagenstruktur her, nur die Auswirkungen, die sind enorm, wenn ein Tief sich ein bisschen anders verlagert. Wir müssen uns wirklich auf Sicht rantasten. Das macht das andere ja auch so spannend. Und jetzt beenden wir die Wetterbesprechung der Modelle schon, weil es ist eigentlich damit alles gesagt und springen ganz kurz auf ein anderes Thema, dass wir auch nicht ganz doof durch den Tag gehen und schauen auf den meteorologischen Herbst zurück, der heute zu Ende geht. Die Daten sind bis zum 28. und wir haben ein Plus von 1,97 Grad. Und wenn wir das im Vergleich zum langjährigen Mittel nehmen, dann stehen wir hier auf Platz 3. Platz 2 wäre 2014 und Platz 1 2006. Also, es war ein sehr, sehr warmer Herbst. Wenn wir auf die Niederschläge gehen, deutschlandweit gemittelt, war es ein nasser Herbst. Wir haben 107% des Solls erreicht, wobei der Nordosten und Norden an sich sehr wenig hatte, auch der äußerste Süden. Und dieser breite Streifen hier in der südlichen Mitte bekam das meiste an Niederschlägen ab. Und das verschwindet hier im Nirvana des Durchschnitts im Vergleich zum Mittel der Jahre von 1881 an. In Sachen Sonnenscheindauer war es ein sehr sonniger Herbst mit 118%. Da kommt heute nichts mehr dazu. Im Süden nicht ganz so sonnig, in der Mitte und im Norden war es sehr sonnig. Und wenn wir das auch wieder in das gleitende Mittel reintackern, dann sind wir hier überdurchschnittlich, verschwindet aber auch vor allen Dingen im Vergleich zu den letzten Jahrzehnten, wo es ja sehr, sehr sonnige Herbstjahreszeiten gegeben hat. Und jetzt bleiben wir doch dabei und schauen auf die Sonne des gestrigen Tages. Wir hatten ein Mittel von 0,06
Stunden. Da war so gut wie gar nichts unterwegs. Im Westen kam ganz vereinzelt die Sonne heraus. Das bedeutet nach wie vor, es fehlen zu einem neuen Jahresrekord bis Silvester 37 Sonnenstunden. Mal gucken, ob wir die dann doch noch zusammenkriegen. Die Tiefstwerte lagen gestern im oberen Erzgebirge bei minus 2, im Bayerischen Wald bei minus 1 Grad. In Werl waren es dann aufgerundet 8 Grad. Die Höchstwerte 10 Grad im äußersten Westen, minus 1 Grad im oberen Erzgebirge und an der oberen Isar. In Mittenwald liegt ja aber auch auf 900 Meter Höhe gab es 2 Grad. Erst mit Regen ging dann in nassen Schnee über. Der November ist so gut wie rum und wir haben eine Abweichung von 2,3 Grad, da gehe ich mal hier hinten raus und da werden wir landen mit 6,4 Grad. Das heißt kein neuer Rekord. Der alte Rekord liegt bei 7,5 Grad aus dem Jahr 2015 und danach folgte auch noch ein rekordwarmer Dezember. Der Dezember wird kälter losgehen. Das ist die Berechnung vom gestrigen Nullerlauf sozusagen. Wir orientieren uns am Mittel. Es wird relativ kühl losgehen und leicht unterdurchschnittlich bleiben. Mal gucken, ob wir uns weit retten und was die Langfristbetrachtung angeht und gewisse Strukturen. Es ist sehr wichtig, was zwischen dem 1. und 15. Dezember passiert. Wenn da keine Westdrift kommt und keine milde Lage, dann hat der Winter eine gute Chance, auch ein Winter zu werden, auch wenn er dann natürlich mal Phasen bekommt, die sehr mild werden können, speziell in diesem Falle im Januar. Im Februar wird es dann wohl wieder kälter werden, aber ganz am Rand. Schauen wir auf die Wetterlage. Das große Hoch liegt hier, auch auf dem Atlantik. Atlantik ist dann auch noch das Höhenhoch dabei. Und bei uns ist so ein Gewusel zwischen ganz flachen Höhentiefs und der isobaren Drängung hier. Das heißt, bodennah wird von Osten kältere Luft hereinfließen. Es ist in 1500 Meter Höhe nicht hoch, aber weit draußen oder drinnen in Sibirien hat sich ein Kaltluftpolster gebildet und es fließt keilförmig mit diesem riesigen Hoch Erik langsam westwärts und wird auch dann über Polen langsam zu uns kommen, obwohl es in der Höhe nicht so wahnsinnig kalt ist. Dann am Wochenende haben wir so wieder so eine komische Gurke hier mit einem Tief vor Nordafrika und der Iberischen Halbinsel sich rauflümmelnd bis nach Skandinavien. Wir wären dann mal wieder in einer südlichen Strömung. Da kommt eine Föhnnase aus den Alpen heraus, nördlich der Mittelgebirge wäre es ziemlich schattig, was die Temperaturen in 1500 Meter Höhe angeht. Nichtsdestotrotz gibt es weiterhin eine kalte, bodennah östliche Strömung. Und in der nächsten Woche allerdings ganz, ganz, ganz große Fragezeichen müssen wir da bitte dran setzen. Ganz, ganz große. Da haben wir in der Höhe eine südliche Strömung, bodennah eine östliche Strömung, die relativ kalt wäre. In der Höhe wäre es mild, aber das würde nur die Inversionswetterlage wieder befeuern. Und wenn es theoretisch davor geschneit hat und wir haben eine kleine Schneedecke und das wird von den Modellen immer wieder berechnet und bodennah hält sich die Kaltluft, dann ist es völlig wurscht, was da oben in 1500 Meter Höhe passiert, solange kein Wind durchbricht und Regen wird es da sowieso nicht geben. Den gibt es aber heute noch. Vor allen Dingen im Westen, da starten wir mit so ein bisschen Regen und Nieselregen. Es wird nicht der große Regen sein, aber es tröpfelt eben. Tagsüber ändert sich daran wenig. In der gesamten Westhälfte immer mal wieder leichter Regen und Nieselregen. Sonst fummelt sich zwischendurch mal ein bisschen die Sonne heraus Richtung Karawanken, Regen und Schnee. Der Wind ein bisschen schwächer als an den Vortagen. Höchstwerte 0 Grad im Bayerischen Wald, 9 Grad an der niederländischen Nordseeküste. Und dann haben wir den morgigen Tag. Das muss man fast feiern. Der Start in den Dezember, in den meteorologischen Winter. Das sind die Gebiete, die am ehesten Chance auf Sonnenschein haben mit Drehung der Strömung und Herannähern eines kleinen Höhentiefs. Da wird es wohl mal aufreißen können. Südlich der Mittelgebirge bis an den Westrand der östlichen Mittelgebirge in die Alpen rein, Hochschwarzwald bis Oberrhein, dann auch aus dem Sauerland und dem Teutoburger Wald heraus nordwestwärts sowie an der See. Hier sind allerdings ein paar Schauer unterwegs. Sonst haben wir viel hochnebelartiges und tiefes Gewölk, vereinzelt auch mit ein bisschen Regen, gefrierendem Regen und Schneegriesel, besonders vom westlichen Oberbayern an über Oberschwaben bis dann auf die andere Seite des Schwarzwaldes, wo das Gewölk sich staut, auf der anderen Seite im Lee sich auflösen würde. Der Wind kommt aus östlichen Richtungen frisch auf und die Temperaturen gehen zurück auf 0 bis 6 im äußersten Westen, auf bis zu 8 Grad, minus 1 Grad beispielsweise im Allgäu und in Oberschwaben, minus 2 Grad schon Richtung Polen. Da kommt dieser Keil der Kaltluft langsam hereingeschrumpft. Dann am Freitag könnte es
die Modelle sind da total verschieden. Von Südosten her ein kleines Schneefallgebiet über die Alpen schwappen und intensiviert sich dann ab dem nördlichen Oberbayern und Niederbayern Richtung Oberpfalz und Franken. Das europäische ECMWF-Modell berechnet es eher im Bereich der Mittelgebirge bis nach NRW ins Ruhrgebiet ausgreifend. Da müssen wir noch ein Fragezeichen ransetzen, aber die Wahrscheinlichkeit hier im Südosten ist hoch, dass da ein paar Zentimeter Schnee runterkommen können. Im äußersten Norden an der See sind ein paar Schauer unterwegs. Der Wind frischt auf und wird sozusagen in dieses Tief reingesaugt aus nordöstlichen Richtungen. Die Höchstwerte erreichen minus 4 bis plus 4 Grad. Wir haben in vielen Gegenden Dauerfrost und an der See ist es mit 5 Grad dann eben ein bisschen milder. Am Samstag wahrscheinlich auch noch die Reste des Schneefallgebietes. An der See sehr ruppiger Wind bis zu 5 Grad. Sonst ändert sich wenig. In den Alpen, speziell in den Westalpen, macht sich eine Südströmung bemerkbar. Und oberhalb dieser Dunst-, Nebel- und Kaltluftschicht wird sich mildere und trockenere Luft durchsetzen mit deutlichen Plusgraden, aber erst so oberhalb von 800 bis 1000 Meter Höhe. Der Sonntag, der zweite Advent, wahrscheinlich wieder durchgehend trüb. Es zieht von Süden dieses Gewölk heran. Wir haben das eben gesehen, diese Gurke, die sich da von Nordafrika aus nach Norden verbreitet. Um die Alpen herum ziehen ein paar Regen- und Schneefälle heran. Welches Material darunter kommt, das kann man überhaupt nicht vorhersagen. Mal ist es Regen, mal ist es gefrierender Regen, dann wieder Schnee, Schneeregen bei minus 1 bis plus 6 Grad. Die zweite Adventswoche, nächste Woche, ich kann es nicht sagen. Wir haben ja eben diesen riesigen Range gesehen. Wir haben zwischen den mildesten Läufen, wo es mal ein bisschen Nieselregen geben kann, wo von Westen oder Nordwesten uns Wolken streifen, bis hin zu Sonne und Nebel und Hochnebel bei 0 bis 10 Grad, je nachdem, wie stark die Inversion ist. Es kann sogar leichten Dauerfrost geben, bis hin zu den kälteren Läufen, die zwischendurch ein bisschen Schnee bringen würden, bei Höchstwerten von minus 5 bis plus 5 Grad ist alles drin. Das kontrollieren wir kurz anhand der Ensembles für die 2 Meter Temperaturen mit Niederschlägen und was von den Niederschlägen theoretisch als Schnee runterkommen würde, wenn der Lauf eintreffen würde. Erstmal vorweg, der Hauptlauf, mit dem gerechnet wird, der auch auf Apps ist oder auf Seiten, der ist in hellgrün. Das ist der mit Abstand wärmste Ausreißer. Der Rest ist weiter unten, taumelt bei um die 0 Grad später runter. Und auch auffällig ist, dass Richtung Mitte Dezember immer mehr Läufe nach unten gehen. Und die Schneesignale im Norden sind schon bemerkenswert. Im Westen kommen ein paar Schneesignale im Vergleich zu gestern mehr dazu. Das Mittel aller Berechnungen ist allerdings bei über 0 Grad hinten raus, Richtung Mitte Dezember geht es runter. Der Hauptlauf ist ganz weit oben und spielt hier ein bisschen Frühling. Unten eben die Schneesignale. Im Osten, da ist jetzt auch so ein kleiner Wärmebuckel drin mit den Läufen. Hinten raus wieder deutlich im Frostbereich. Hauptlauf und Kontrolllauf weit oben. Die Niederschläge hinten raus Richtung Mitte Dezember dann fast durchgehend als Schnee. Und zu guter Letzt der Blick in den Süden, der jetzt auch wieder wärmer berechnet ist. Aber was hier gut erkennbar ist, sind wieder die zwei Clusterlösungen. Der milde Cluster, wo Haupt- und Kontrolllauf dazugehören, der gurkt hier oben rum bei über 0 Grad und der kältere Cluster bleibt unten und würde dann hinten raus sogar noch deutlicher nach unten gehen. Und was an Niederschlägen aus dem kälteren Cluster herausgezogen wird, wäre dann eben hier als Schnee. Das ist eine spannende Wetterlage. Nochmal, wir müssen uns auf Sicht rantasten. Die ersten Schneefälle für den Süden im Flachland stünden demnach nach aktuellem Stand am Freitag an.